Willkommen im Jahr 2022, willkommen bei Girl Goose Outdoor. Wie starte ich in mein neues Jahr mit viel Zuversicht und voller Vorfreude? Das vergangene Jahr war turbulent, geprägt durch Auf und Abs, Positives wie Negatives, voller Erfahrungen, die ich gemacht habe, kleinere Niederlagen. Aber im Prinzip ist ja jedes Jahr ein Auf und Ab. Es ist nicht immer alles nur gut und es ist nicht immer alles nur schlecht. Und somit starte ich nicht nur in das neue Jahr mit Zuversicht und Vorfreude, sondern starte jeden Tag so mit voller Dankbarkeit, dass ich gesund und munter bin, einen Job habe, eine Familie habe, ein Heim habe, mir etwas leisten kann, in den Urlaub fahren kann, meine Hobbys ausüben kann. Darüber denke ich nicht nur zum Jahreswechsel nach, sondern jeden Tag aufs Neue. 2022 beginnt direkt mit einem Jubiläum. Auch hier möchte ich Dankbarkeit zeigen. An meine Familie, an meine Unterstützer, an meine Freunde, an meine Wegbegleiter. 2022, Girl Goose Outdoor wird ein Jahr. Mein Baby ist jetzt schon ein Kleinkind und ich freue mich sehr darüber. Im Dezember 2019 entschied ich mich für ein Hobby namens Bushcraft. Im Januar 2020 starteten die ersten Versuche und ich lud euch über YouTube dazu ein, dabei zu sein, genauso wie bei Instagram. 2020 im Sommer wurde aus Girl Goose Bushcraft Girl Goose Outdoor, denn ich entdeckte meine Leidenschaft für mehrere Hobbys im Outdoor-Bereich und wollte euch auch daran teilhaben lassen. Ich danke euch, dass ihr Abos hinterlassen habt, Likes hinterlassen habt, Kommentare mir schenkt, sowie hilfreiche Tipps mit an die Seite stellt. Ich danke über 500 Abonnenten bei YouTube. Ich danke über 1100 Follower bei Instagram und alle, die mich begleiten. Und dieses Video ist heute für euch. Es ist ein Zusammenschnitt von Girl Goose Outdoor ersten Jahr auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Ich freue mich auch in der Zukunft, wenn ihr dabei seid, mich weiterhin begleitet und bin gespannt, was es alles bringen wird dieses Jahr, was für Erfahrungen und Abenteuer ich bestreiten werde. Vielen Dank. Bleibt gerne dabei. Ich freue mich über euch und verabschiede mich. Eure Anja. Ihr verpasst keine meiner Ausflüge, meiner Fehltritte, meiner Errungenschaften. Ja. Seid gegrüßt und willkommen bei Girls. Einfach hallo. Oh, ich finde das doof, was ich da sage. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Nochmal von vorne. Habe ich ein Kochset dabei? Probiere ich heute auch zum ersten Mal aus. So. Tückische ist, man sieht die Flamme gar nicht wirklich, man hört es nur. Ich will zum einen heute eine Feuerstelle bauen und zum zweiten möchte ich mir ein schönes Hirschmedaillon braten. Und ob das klappt und wie ich mich dabei anstelle, seht ihr gleich. Also was ich ja denn alles brauche, Adlerauge, das wäre gut, um meine Feuerstelle ein bisschen auszuhöhlen. Denn ich will ja nicht mit Feuerzeug, ich möchte gerne selbst anfeuern. Jetzt muss ich noch ein bisschen suchen und sammeln. Ja, das ist doch gut.
Ich habe noch kein richtiges System gefunden, ob ich mir die Kennzeichen durchstriche auf dem Paracord, ob ich mir da irgendwas ranklipse, das weiß ich noch nicht. Jetzt sammle ich die erstmal so auf gut Glück immer raus. Welche Knotenbefestigung ich nun besser finde, bevorzugen würde, kann ich jetzt in diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Vielleicht gibt es auch noch eine ganze Menge andere. Ich habe es mal ausprobiert und alles bedarf etwas Übung. Also so mal auf eine ganz schnelle geht das nicht. Von mir aus gesehen. So ihr Lieben, das war mein erster Tag als Frischling im Wald auf dem Weg zur Bushcrafterin. Da hast du den Baum erwischt. Nicht dein Ernst. Ja, also, wie heißen diese Falldinger? Scheiße, da. Oh, da, ich habe keine Nocke. Ja, warte ganz kurz, lass mich überlegen. Oh. Ja, die Schnauze voll. Im Bach. So. Alles nass, da ist es gut, wenn man was Trockenes auf Tisch hat. Da der Test Nummer 1. Oh! Ich dreh durch. Hätte ich nicht gedacht. Ich bräuchte Pumpbeschleuniger. Also das ist ja auch, ich stelle mich ja jetzt schon doof an. Oh. Wieso geht das denn nicht? Augen schon verblitzt. Im Moment ist das wettertechnisch gerade etwas unschön. Das Lager steht noch nicht vollends, wir sind auch noch nicht ganz zufrieden. Sind etwas gefrustet jetzt und Oh Gott, ich dreh durch. Heute bin ich auf einer besonderen Mission unterwegs. Ich bin extra ein Stück weiter gefahren in eigentlich mir bekannten Wald, was aber doch schon ziemlich lang her ist, sodass er mir doch nicht mehr bekannt ist. Oh, jetzt wird's aber dolmatschig hier. Und ja, gucken wir mal, dass wir auch dahin kommen, wo ich denke, dass ich als Kind viel war. Platz gefunden. Neben schönen Erinnerungen in diesem Wald an meine Kindheit, an meine Oma und Opa, sind die Erinnerungen auch an den wahnsinnigen Müllhaufen in den Wäldern wieder gekommen. Dieser Wald hier ist nach wie vor wirklich mit Müll übersät. Mich begleiten Ängste. Wälder sind ja auch ein schauriger Ort, wenn es dunkel ist, wenn es knackt und raschelt und man nichts sehen kann. Allerdings, wenn ein Ast vor dir ist, geht das Licht auch an und aus, also, ne? Oh Gott, das ist so kalt und ich als Frostbeule und dann, naja. Und ja, ich bin gespannt, wie lange ich es denn draußen aushalte oder ob ich die Notbremse ziehe und ins Haus reinlaufe. Für heute stand eigentlich mein erster Ausflug an. Ich wollte ja, nein. Ja, wir gucken mal rein, ob man was sehen kann. Einmal. Oh. Shit. Ach Scheiße. Dieses Mal aufgrund der Wetterverhältnisse habe ich ein 3x3 Meter Tarp in Zeltvariante aufgebaut. Oha! Nach 9 Tage Abhärtungsprogramm, dass ich noch weit davon entfernt bin, abzuhärten. So, jetzt geht's ans Essen. Ich liebe ja Essen, gerade in der frischen Natur und in der freien, luftigen, frischen, schönen Natur bekomme ich immer schnell Hunger.
Das heißt also, mein Abendbrotshaus ist gesichert. Ich werde zu Hause Grillmedaillons, Hirschmedaillons machen mit Rosmarinkartoffeln. Darauf freue ich mich. Und zum Zweiten möchte ich mir ein schönes Hirschmedaillon braten. Ihr seht, es funktioniert. Lufteinzug. Ich habe ein Feuerhol gebaut. Bin ganz stolz. Schockstarre. Ja, und durch unsere Unsicherheit und irgendwie einen kleinen Panikanfall haben wir in unserer Panik schnell das Loch zugeschüttet. Da haben wir gerade über Urängste gesprochen beim leckeren Frühstück, als wirklich nicht mal 20 Meter von uns weiter ein Wildschwein wirklich wie besenkt den Weg runter zum Bach gelaufen ist. Kommt es noch? Ja. Oh, André, das hat sich ja gar nicht bewegt. Was war denn da los? Ja, okay, egal. So, ihr Lieben, wenn man so sitzt und nur sein Käffchen schlürft, davon wird einem nicht wärmer. Jetzt habe ich mich einmal aufgewärmt. Gleich wird man vielleicht erkennen, dass ich in Wahrheit gar nicht so dick bin, wie es auf den Videos immer scheint. Also ich muss schon sagen, dass ich diese kleine Waldauszeit sehr genieße. Also auf jeden Fall merke ich Kälte von unten. Na, heute hatte ich ja mir den Luxus gegönnt mit der Hängematte und mal den Defense 6 auszuprobieren. Also da fehlt die Isomatte oder so ein Underkilt. Das ist echt, oh, ist das kuschelig. Doch, das zieht tatsächlich. So, jetzt habe ich genug gefaulenzt. Jetzt werde ich mich hier wieder rauspellen, denn ich hab Hunger. Und teste das einfach mal. Das ist so ein Kochgeschirr. Ja, also nicht schwer. Und mir ging es damals eigentlich um diese Teller. Da wusste ich nicht, dass ich so eine Untertassen kriege. Nun geht es weiter mit der Nachtwanderung, wie schon angekündigt, heute am Tage. Es war schön, dass ihr damit bei wart, hat mich gefreut. Oh, und das war eben der Schuss vom Jäger. Ganz knapp. Schade, schade. Vielen Dank, dass ihr mal wieder dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich begleitet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag. Ich freue mich auf das nächste Mal, was hoffentlich nicht so lange andauern wird wie beim letzten Mal, und auf viele gemeinsame schöne Erlebnisse. Ich lade euch ein in meine Welt. Bin dankbar für jeden einzelnen Zuschauer. Würde mich über Austausch direkt unter dem Video freuen oder auch gerne bei Instagram, wie es euch geht, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt wie ich und wie ihr damit umgeht. So, damit bin ich jetzt raus. Ich freue mich auf das nächste Video. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Am besten ihr abonniert mich und auch die Klingel, dass ihr kein Video verpasst. Und sage bis zum nächsten Mal, eure Anja.